kommt mir bekannt vor. Warum? Das Schwert, das ihr sucht, ist hinter der Statue. Blickt die Statue auf die Kammer, öffnet sie sich. Ist das König Salomon? Ja. Unfassbar, dass ihr einen Mann kanntet, der eine Legende ist. Eure Legende werdet ihm kaum gerecht werden. Er war ein sehr weiser, gütiger Herrscher. Ihr fragtet, warum ich hier blieb. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich seine Heimatstadt nicht verlassen. Noch heute ist es für mich unvorstellbar. Aber ihr geht nicht fort. Razia? Das ist kein gutes Zeichen. Ich hab mich schon gewundert, was mit dem Schwert los war. Weil... man hat schon lange nichts mehr davon gehört. Sie können gegeneinander laufen. So eine natürlich auch noch. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde ihn fast leichter als die zwei, wenn ich ihn finde. Sieht ein bisschen aus wie Erdkolosse aus Dungeons and Dragons.
die Geier machen. Sieht mittlerweile ziemlich eindrucksvoll aus. Oh, okay. Wow. So, anscheinend müssen wir von jeder Magie das letzte Upgrade haben. Dann können wir uns hier oben die doppelte Energie holen. Wow. Nice. Das sieht ziemlich cool aus. Wahrscheinlich sieht jedes... Ich würde sagen viertes Upgrade, aber eigentlich ist ja das dritte Upgrade. Stufe 4. Wahrscheinlich sieht jede vierte Stufe von so einem Zauber so richtig krass aus. Das ist cool. Das gefällt mir. Boah! Ich frag mich, was mit dem Gegner passiert, wenn ich da... Ich kriege hier einen... Was passiert, wenn da ein Gegner drin steht? Ich rufe das Teil an. Ne? Jetzt kommen sie hier noch mal. Ha. Ihr Säcke. Sarkophag. Da oben geht es wahrscheinlich weiter dann irgendwo. Na, wie kriege ich ihn hier? Oh, okay. Ich hab's gerafft. Hiermit geht wahrscheinlich die Tür zum Sarkophag auf. Ja. Wirklich weiter geht's eigentlich einfach, indem ich diese Wände da hochgehe. Wofür ist der hier? Okay. Auf die Kammer öffnet sie sich. Ein Rätsel, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Okay, mit anderen Worten, die Statue soll zu dieser Tür zeigen. Einzige Frage ist, wie tun wir das? Ups. Das war nicht gewollt. Das auch nicht.
Schalter und einen Hebel. Wow. Das war schwierig.